Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Gittertorschloss. So sieht das aus. Und da hängt die Klinke. Das heißt also, wenn ich die jetzt hier reindrücke, kommt die nicht mehr nach oben. Warum kommt sie jetzt so nach oben ein bisschen? Aber also ganz leicht, nur liegt da dran, weil die Feder hier, die diesen Bolzen nach vorne drückt, die Klinke mit nach oben drin bringt. So, jetzt macht sie gar nichts. Jetzt lasse ich das hier los und sie geht nach oben. Also hier ist die Feder drin gebrochen. Ja, den Zylinder müssen wir da ja ausbauen. Den schraube ich jetzt hier erstmal eben los. Ja, eigentlich mache ich das immer im Schraubstock. Das lege ich jetzt mal eben beiseite, dahin, wo die Griffe sind. Dann öffnen wir diese Schrauben hier. Mal gucken, ob das noch alles geht. Wichtig immer ist, die beiden Schrauben, dass man die in eine kleine Schale oder Dose packt. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Ich habe schon mal sowas aufgemacht. Ich muss hier die Kappe runternehmen. Und dann den Deckel. Dann kann man hier diesen Zylinder einfach ausbauen. Hier sehen wir im Schloss, das ist die Feder hier. Die steckt da drin, ist gebrochen und die müssen wir jetzt mal eben hier neu. Ja, hat sich einfach die Kamera ausgeschaltet. Also die Feder hier, die ist gebrochen und die muss ich jetzt erneuern. Jetzt gucke ich mal noch, ob ich eine habe, sonst muss ich dementsprechend selber eine anfertigen. Ich habe das Schloss jetzt mal eben auseinandergenommen. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Dieser Bolzen hier, der hatte dementsprechend einen Durchmesser, wo dieser eigentlich vorher raufpasste. Der passt jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt hier einen mit einem größeren. Und da habe ich das jetzt so gemacht, dass das dementsprechend hier auch funktioniert, damit der nicht hier hin und her schlackert. Weil wenn der Bolzen zu klein ist, dann läuft das Ding immer hin und her. Und damit das nicht mehr passiert, bin ich beigegangen und habe mit dem Hammer das Material auseinandergetrieben. Das heißt, dieses Teil hier geht dann auseinander in allen Richtungen. Das mache ich dann auf dem Amboss. Und dann kann ich das hier dementsprechend einsetzen. Jetzt ist das noch ein bisschen sehr stramm. Ich muss das jetzt hier zurückdrücken. Das mache ich jetzt aber eben im Schraubstock oder mal gucken. Vielleicht geht das auch so. Weil da jetzt ja Spannung drauf ist. Muss ich mal eben schauen, ob ich das da reinkriege. Sieht so aus. Okay. So, der ist da jetzt drin. Den muss ich jetzt mal eben. Ich mache das mal eben hier. Ist nicht so gut, aber ich mache das mal eben. Jetzt ist das drin. Und wenn ich jetzt die Klinke betätige, das ist aber auch sehr eng hier gemacht. Machen wir eben den Deckel drauf. Ja, hier ist noch so ein Plastikteil drin. Mal schauen. Jetzt noch mal eben so provisorisch ein bisschen, damit ich es noch mal eben ausprobieren kann.
Klinke kommt hier hoch. Der geht jetzt ja nicht, weil es ist keine Feder drin, aber die Klinke geht einwandfrei. Ja, jetzt weiß ich auch soweit, dass das Ganze funktioniert. Dann kann ich das jetzt auch schmieren. Die Kanne gerade nicht in Sicht. Macht nichts. In den Beließteil hier, also in den Pinsel. Ja, ich habe hier Schlossöl. Da das ein Gittertorschloss ist, ist das draußen schon ein paar Jährchen, denke ich mal. Dann können wir diesen Bolzen hier auch einsetzen. Dann wollen wir auch noch ein bisschen Öl nehmen. Ja, nein, war zu viel. Dann können wir das Ganze da auch einsetzen. So, dann muss man mal ins Telefon. So, dann machen wir jetzt mal hier weiter. Das hier mal eben hochdrücken, dann gucken wir das so. Oh Mann, ist das schwer. So, dann waren hier so zwei Ringe drauf. Die sind auch drauf. Und dann war noch die Teil hier drin. Das ist für die Stulpschraube, damit die dementsprechend gerade läuft. Das erkläre ich mal eben ganz kurz. Die Schraube kommt ja. So, habe ich gar nicht eben richtig gezeigt, ne? So, das Kamerabild ist so groß. Also nochmal, dieses Teil kommt da rein. Das ist für die Stulpschraube. Das ist die Stulpschraube selber hier und die kommt hier vorne durch. Und damit das hier nicht so rum wackelt, wird die hier. Das reingeschraubte stabilisiert und dann bleibt die auch so gerade und jetzt der Zylinder wackelt dann hier nicht irgendwie hin und her. So, diese zwei Ringe, die muss noch rauf. Also es war ja so, das hatte ich eingesetzt, dann kommen die zwei Ringe da drauf. Das habe ich gar nicht genau geguckt, ob ich das vorhin gezeigt habe, deswegen zeige ich das jetzt nochmal. Ja, damit ist das eigentlich soweit fertig. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen einpinseln. Dem Schlossöl, was ich hier habe. So, das Teil dann noch mal wieder rein. Und dann können wir den Deckel hier drauf machen. Und eine Schraube auf alle Fälle rein, die ja in der Kiste drin war. Oder in den kleinen Behälter. So, das ist auch erledigt. Dann war das hier mit dieser Kappe. Die muss da drauf. Ja, das haben die deswegen gemacht, damit da kein Regen reinkommt. Was hier draußen ist. So, alles wieder festgeschraubt. Dann sollte das mit der Klinke hier ganz gut funktionieren. Ja, hat auch richtig Spannung. Was haben wir vergessen? Die Feder. Okay, wir haben noch was vergessen. Hat das jemand gemerkt? Also Schrauben nochmal wieder in die Kiste, an den kleinen Behälter. Die andere Schraube auch. Ups, Kamera angestoßen, Schloss wieder auf. Wir haben vergessen diese Feder. So, wer hat das gemerkt? Keiner. Ich hätte sie auch rauslassen können. Nein, dann hätte zumindest der Kunde mich angerufen, hätte gesagt, up, da läuft irgendwas nicht. So, den kleinen Ring hier nochmal wieder drauf. Diesmal ist die Feder drin. So.
Manchmal muss man was zweimal machen. So, Schraube rein. Ich mache die Schraube deswegen da rein, zuerst, damit mir das hier nicht wieder aufspringt. Mache ich das. Ich teile das normal zwar hier so zu, aber damit da nichts passiert, haben die wahrscheinlich diesen Deckel drauf gemacht. So, jetzt hoffe ich, wir haben nichts vergessen. Nein, haben wir nicht. Okay, das funktioniert. Den drücke ich nochmal rein. Das funktioniert immer noch. Ja, ich bin zufrieden. Das war's von meiner Seite aus. Was ich jetzt noch sagen muss, ist, diese Griffe waren hier dran. Jetzt mache ich mal eben das Bild hier ein bisschen zurück, damit ich andere Richtung. So. Und wieder hier in diese Richtung. So. Bevor man dieses hier durchsteckt, ja, bitte, das ist ganz wichtig, sauber machen und weil das draußen ist, ist wichtig, dass hier Öl drauf kommt. Schlossöl. Dann kann man das Ganze hier reinschieben. Jetzt ist das also alles in Öl. Und das geht auch mal wieder raus. Nach Möglichkeit hier einen neuen Splint nehmen. Den Splint raus. Einen neuen Splint da rein. Der ist auch verzinkt, kann nichts passieren. Denn wenn ich diesen wieder reinmache, der ist jetzt schon ein paar Jährchen drin. Und jetzt noch ein paar Jährchen, dann ist er so verrostet, dass ich ihn nachher nicht mehr rauskriege. Gut, okay. Das war's von meiner Seite aus. Und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt. Der Zylinder soll nicht mehr eingebaut werden, weil er soll neuer rein. Der ist defekt, also schmeißen wir den auch weg. Wie gesagt, das war's von meiner Seite aus. Und dann freue ich mich schon auf mein nächstes Projekt.